Hallo ihr Lieben, ich hatte mir eigentlich geschworen, meine Zeit nicht mehr damit zu verbringen, irgendwelche Reaction-Videos und so und dergleichen halt hier zu drehen, aber ich habe jetzt einfach ein Video gesehen, da kann ich einfach nicht widerstehen. Ich muss einfach ein Reaction-Video drehen und das dann verteilen und es ist einfach, ja, wir schauen uns das gleich an. Es geht um das Thema Krise, Energie und so weiter. Und da sind einfach Sachen drin, die müssen verteilt werden. Hier mal gleich so ein Werbetrailer, auch richtig geil. Ja, Daily Wire nennt sich das hier von Jordan Peterson. Da schauen wir auch gleich mal kurz rein. Young women as well, but the young men really need to hear this more. I think you should be a monster, an absolute monster, and then you should learn how to control it. So a man who's capable of aggression but has it under control is a way more useful man than one who cannot do that. And so you're willing to go get a job, but you're terrified of an interview. It's like there's a dragon for you, because you want to fight the dragons that guard the gates of the treasure that you will. Also ich kann euch das, Gehen Sie hin. ich wollte euch eigentlich Dirk Kräuter zeigen, aber das mit den Dragon, also ich kann euch den nur empfehlen, euch da mal auch reinzufuchsen, ja, bei diesem Jordan. Denn es ist einfach, es geistern einfach diese feministischen. Oh mein Gott, ich bin ja teilweise in einigen Coaching-Gruppen dabei, da wo überwiegend auch Damen sind, na, und dann heißt es immer, oh, Frauen haben dieses Money-Mindset-Problem und Männer haben es nicht und die armen Frauen, da sind, und hin und wieder ist dann mal ein Mann drin, der irgendwie sich im Live-Call zu Worte meldet und der weiß schon gar nicht mehr, so eine Mickey-Maus-Stimme, weiß schon gar nicht mehr, was er sagen soll, ne, ob er jetzt sich auch richtig und genderkonform verhält, was er da sagt in diesem Call. Leute, ja, schaut euch dieses Fight the Dragon mal an, das ich jetzt gerade hier euch gezeigt habe. Aber jetzt hier mal ganz kurz zu dem Thema hier von Dirk Kräuter. Na komm schon. Die deutschen Politiker hin und sagen, wir erfüllen unseren Teil des Vertrages nicht mehr. Also, andersrum. Sie sagen, wir nehmen kein Gas mehr ab, aber es gibt ja langfristige Verträge, die müssen erfüllt werden und Deutschland zahlt weiter. Der Staat zahlt weiter, auch wenn er weniger oder gar kein Gas abnimmt. Er zahlt weiter. Und für die Russen ist das doch geil. Du lieferst, also du kriegst das Geld über die Verträge und lieferst das Gas jetzt nach Indien. Und Deutschland kauft dann das Gas in anderen Ländern und es ist dann nachher doch wieder russisches Gas. Das Gas wird also zweimal bezahlt. Wow, clever. Okay, wie auch immer. Und jetzt gibt es dann Tipps von Politikern, die wirklich ernst meinen, weniger duschen, kürzer duschen, kälter duschen, zu Hause nicht mehr so viel heizen. Kalt duschen, Leute, das ist die Lösung, ja. Und unsere Politiker, Hampelmänner, Schrägstrich, gewählte Leute von uns, meinen es allen Ernstes. Die stellen sich allen Ernstes bei ARD, bei Lanz oder Markus Lanz und so weiter, wo irgendwie Millionen von Menschen zuschauen und das glauben, was da gesagt wird. Oder folgen und dann sagen die, ja, weniger duschen, das ist eine von vielen Bausteinen, das könnte die Lösung sein. Und es ist einfach nur, oh mein Gott. Und ich habe jetzt letztens wieder so Szenen gehabt in der S-Bahn und wie ich zurückgekommen bin aus Budapest und so weiter. Also, wenn man öfter mal im Ausland ist, dann merkt man auch viel besser, als wie wenn man sich nur immer im Inland bewegt, Stichwort ja, Lockdown und so weiter. Wenn man auch öfter mal wieder reist, dann merkt man einfach den Unterschied und wie trottelig teilweise bei uns die Bevölkerung ist. Ja? Welchen Wahn die teilweise haben. Ja? Und welches, ja, welche. Also wie viele Leute wirklich immer noch alles glauben, was sie so in den Mainstream eben hören. Und wow, genial, ja. Also das ist wirklich, das ist wie so, da oben sind die Marionettenspieler und da unten sind die ganzen Marionetten. Und ja, es funktioniert super. Perfektes Framing, ja. Nichts anderes wie Vertrieb und Marketing, was da passiert. Auf politischer Ebene, ja. Also quasi bevölkerungsweit.
Und deswegen finde ich es auch die Kombination mit Verkaufstrainer und so einfach recht gut. Schaut euch das ganze Video an. Ich hause euch hier unten in die Kommentare und dann sehen wir uns. Ja, bis dahin. Ciao.